Die Talentschmiede, der Farchanter Fingerhakler. Schon die Schüler lernen hier, wie man den Gegner am besten über die Tischkante zieht, mit nur einem Finger. Im Übungsraum, ohne großes Drumherum, bereitet sich der Nachwuchs auf den nächsten Wettkampf vor, mit Trainer Michael Hacklinger. Wichtig ist, dass sie richtig dort hocken, aufs Kommando aufpassen und vor allen Dingen, dass sie auch schnell weggehen. Der Finger muss heben, den können sie daheim trainieren. Wir zeigen ihnen da unten nur die Technik. Man macht das eine Knie hoch und dann, wenn beide Hackler fertig zieht, muss man das andere Knie hochziehen. Gut, schön hocken, tief rein. Auf Zug gehen, beide Hackler fertig ziehen. Dass die Burschen ab 6 Jahren bereits Finger hackeln, bei vielen ist das Familientradition. Ja, mein Papa hat das schon gemacht, der war ein guter, der ist deutscher Meister geworden. Mein Opa hat das auch, glaube ich, schon gemacht. Demnächst stehen die Werdenfelser Gaumeisterschaften an. Deshalb findet ihr Training sogar in den Sommerferien statt. Nur heute Lederhosen, wegen der Filmaufnahme. Das Wichtigste, dass der Finger eine gute Hornhaut hat und ja, dass du schnell bist. Ja. Ein gut trainierter Finger schaut bei den Älteren so aus. Louis Klöck, deutscher Meister im Mittelgewicht. Ein Beweis, dass sich die Trainingsmethoden der Feichhanter bewähren. Heute muss er sich seinem Bruder geschlagen geben. Der Grund? Wenn man da nicht gescheit dort hockt, dann braucht man nur mehr Kraft. Die, wo man am meisten nicht hat. Weshalb neben Technik auch Krafttraining angesagt ist. Unterm Tisch durchkraxeln, zum Beispiel. Schwierig? Ja, schon. Ohne ganz so schlecht für Bauchmuskeln, das gehört ja auch dazu. Und Schultermuskulatur und alles, was das unterstützt, sind wir recht zufrieden. Moderne Geräte brauchen die Feichhanter also nicht. Arm gerade lassen und hinter die Sonne. Der Trainer investiert viel Zeit in seine Schützlinge. Weil die Kinder einfach mal einen Halt brauchen. Und es ist ja doch immer eine Rose, wenn Training ist. Und ich mache es 10 Jahre oder knappe 10 Jahre. Und nun macht es eine Freude. Weil sie lauter gute Hunde sind. Die er ehrenamtlich auch an vielen Wochenenden zu den Wettkämpfen begleitet, quer durch Bayern. Nicht nur die Hackler müssen ganz bei der Sache sein, sondern auch ihre Auffänger, damit nichts passiert. Sehen, dass der nicht umfällt, ist der Auffänger da. An solchen Trainingsabenden hackeln auch mal die Älteren eine Runde mit. Und die Jungen schauen, wer welchen Finger nimmt, meistens, aber nicht immer, den mittleren. Und weil der halt am größten halt ist und irgendwie auch am dicksten und deswegen halt am kräftigsten. Weil selbst dem mal die Kraft ausgeht, müssen sie von Runde zu Runde taktisch klug wechseln. Der Blasi, chancenlos, sagt er selbst. So einen super Nachwuchs haben, das ist gigantisch. Wenn sie noch ein bisschen fleißiger waren, hat man noch viel mehr bessere Hacker. Nein, man strengt sich da schon um und mag gewinnen. Dann kann man anderen ein bisschen ertratzen und sagen, jetzt hab ich mal gewonnen. Am Ende ist Fingerhackeln für alle eine ernsthafte Sportart mit strengen Regeln. Frauen sind nicht erlaubt. Nein, das hat man noch nie gehabt. Und die Frauen müssen nicht überall dabei sein. Nur im Publikum bei den Titelkämpfen. Und bis dahin stehen bei den Fachhanter Fingerhacklern noch einige Trainingsrunden an.